Hallo, liebe Freunde von Leanders Lieblingen. Kürzlich fragte mich eine Freundin, ob ich denn einen Tipp hätte für ihren vierjährigen Sohn, ein Buch, in dem sozusagen das Liebesleben der Eltern vorgestellt wird. Beziehungsweise, woher kommen die kleinen Kinder? So kann man es auch banal formulieren. Und nun wollte sie nicht unbedingt ein Buch, in dem Bienchen die Blumen bestäuben, sondern schon so richtig, eben wie gesagt, wie die Eltern das machen. Ja, und da gibt es tatsächlich ein Buch, das ist uralt. Fagerström Hansen ist das Duo, die vor über 40 Jahren diesen Comic gezeichnet und erzählt haben, in dem es um Peter, Ida und Minimum geht. Und die erleben eine große Überraschung, beziehungsweise Minimum gibt es am Anfang noch gar nicht, denn darum geht es ja, wie Minimum zustande kommt. Aber es geht um etwas anderes und das ist äußerst unangenehm, denn Mama ist plötzlich so übellaunig. Sie kann noch nicht mehr ertragen, dass die Katze Minky auf dem Frühstückstisch sitzt, was ja sonst immer ganz normal ist. Minky ist natürlich einfach mit, aber heute ist Mama ganz grob zu ihr. Und da wundern sich Peter und Ida und auch der Papa. Aber der Papa sagt, ich muss euch da was erklären. Denn das hat einen Grund, warum Mama so schlecht gelaunt ist. Sie erwartet nämlich ein Baby. Und das wollen die beiden natürlich wissen, wie das zustande kommt. Und da gibt es nun ein Bild, in dem ein sogenannter Geschlechtsakt tatsächlich gezeichnet vorgestellt wird. Und ich finde, der ist durchaus geeignet, um sie auch 4-, 5- und 6-jährigen Kindern zu zeigen. Denn hier kann man eigentlich einerseits ganz genau sehen, was da passiert. Andererseits bleibt es doch ein kleines Geheimnis. Also man sieht nicht alles. So wie das ja auch in Wirklichkeit ist. Man kann es ja nicht sehen, was da passiert. Also ich meine jetzt außer irgendwelchen Biologen oder Chemikern, die dann so in der Petrischale da irgendwelche Sachen mischen. Und dann heißt es hier im Text, hier liegen wir so nah beieinander, wie wir können. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja, und das nennt man einen sogenannten Beischlaf. Naja, so nennt man das heute vielleicht nicht mehr. Aber alles andere ist immer noch gültig. Immer noch werden so kleine Kinder gezeugt. Und immer noch so findet dann Familienleben statt, nämlich mit vielen Turbulenzen. Und dafür ist natürlich das Mittel des Comics hervorragend geeignet, weil es geht um viele ganz differenzierte Situationen. Und naja, und am Ende gibt es dann tatsächlich Minimum. Und alle haben behauptet, das wäre so wunderschön. Aber ja, es ist auch schön. Aber eben nicht nur. Und deshalb ist dieses Buch am Ende auch ein wirklich weises, kluges, unverzichtbar wichtiges Buch, wenn man ein Geschwisterkind bekommt. Denn es stinkt auch ganz fürchterlich. Und was das Allerschlimmste ist, es plärrt ganz fürchterlich, gellend. Und dann gibt es noch etwas, was ganz schlimm ist. Und ich hätte mir eigentlich immer gewünscht, dass das die Geburtsanzeige für ein Geschwisterkind wird. Dieses Bild unten rechts, nämlich all die doofen Besucher, die jetzt kommen und nur Minimum bestaunen und von den Großen eigentlich gar nichts mehr wissen wollen. Das ist sehr kränkend. Tja, und nicht wirklich gut für die Familienharmonie. Deshalb denke ich, sollte man solche Tragödien vermeiden und als Geburtsgeschenk lieber für die großen Geschwister das Buch Peter, Ida und Minimum mitbringen. Das wäre doch eine fantastische Lösung. Und dabei wünsche ich viel